Hey, ich bin Ilja und das ist meine Geschichte. Doch fangen wir am Anfang der Geschichte an. Das ist meine Mutter Hayley Traver. Sie zog in ihren 20er Jahren nach Solani und fand dort, nach ein paar Umwegen, ihre große Liebe Makoa, meinen Vater. Es dauerte nicht lang, bis meine Mutter ungeplant schwanger wurde. Und das mit einer großen Überraschung, denn es sollten Drillinge sein, die meine Mutter bekam. Mein ältesten Bruder Justin, der als einziger der Drillinge noch zu Hause wohnt und bei den Mädchen schon immer der beliebteste war. Außerdem scheint er der einzige zu sein, der mich wirklich zu verstehen scheint. Dann mein Bruder Danny, der, sobald er konnte, von zu Hause ausgezogen ist. Und dann noch die jüngste der Drillinge, meine Schwester Kimberly. Sie hat ein Stipendium für die beste Medizinuniversität bekommen, die es überhaupt gibt. Deswegen wohnt sie jetzt in der Stadt und wir sehen sie nur noch selten. Aber wen wundert das schon? Sie ist der größte Streber, den es überhaupt gibt. Und Lernen und gute Noten sind das Wichtigste für sie. Ja, und dann gibt es da noch mich. Einige Jahre nachdem meine Eltern die Drillinge bekommen haben, haben sie sich dazu entschieden, dass sie noch ein Kind wollen. Und nun ja, was soll ich sagen? Da bin ich. Die Zeit in Solani war für meine Eltern nicht immer einfach. Als meine Mutter mit den Drillingen schwanger war, waren meine Eltern nicht einmal richtig zusammen. Später habe ich erfahren, dass es bei einem One-Night-Stand passiert ist und mein Vater sogar noch mit einer anderen Frau verheiratet war. Und auch das Geld stellte meine Eltern immer wieder vor eine Herausforderung, denn davon hatten wir immer nur sehr wenig. Doch als ich ungefähr 10 Jahre alt war, konnten sich meine Eltern ein Haus hier in dieser verschlafenen, langweiligen Kleinstadt leisten. Und so sind wir nach New Quest gekommen. Ihr seht also, meine Kindheit war alles andere als sicher und stabil. Und der Umzug hier in diese Vorstadt hat gefühlt alles nur noch viel schlimmer gemacht. Ich habe mich in meiner Familie sowieso schon immer wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt. Weil sich gefühlt immer alles nur um die Drillinge dreht. Ja, ich weiß, meine Eltern lieben mich und so. Aber sie hatten nie besonders viel Zeit für mich und durch den Umzug hier ist es irgendwie noch schlimmer geworden. Meine Geschwister waren schon fast erwachsen und so ging auch meine Mutter wieder Vollzeit arbeiten. Irgendwie musste dieses doofe Haus ja bezahlt werden. Doch hatte sie dadurch noch weniger Zeit für mich als eh schon. Ich habe das Gefühl, hier an diesem Ort nie richtig angekommen zu sein. In der Schule hatte ich auch keine wirklichen Freunde, bis ich dann irgendwann in der Grundschule Ace kennengelernt habe. Ein Junge, der mich vom ersten Moment an total fasziniert hat. Und ich muss gestehen, er ist auch mein erster Schwarm. Als ich dann auf der Highschool war, haben Ace und ich angefangen, uns regelmäßiger zu treffen und es wurde ernster zwischen uns. Was meinen Eltern jedoch gar nicht gefallen hat. Sie sagten, Ace sei kein guter Umgang für mich und haben es mir quasi verboten, mich mit ihm zu treffen. Das konnte ich so natürlich nicht akzeptieren. Was denken sie sich? Dass ich es einfach so hinnehme, wenn sie mir verbieten, den Jungen zu treffen, in den ich mich verliebt habe? Mit der Zeit kam es dann immer häufiger vor, dass ich mich von zu Hause weggeschlichen habe, um Ace zu treffen. Und so passierte es, dass wir unseren ersten Kuss auf einem verlassenen Friedhof hatten, wo uns niemand suchen würde. Nach einem ganz unangenehmen Streit, den wir hatten, gestand er mir dann sogar seine Liebe. Es könnte aktuell also nicht besser laufen. Doch zu Hause war es das genaue Gegenteil. Ich stritt mich immer häufiger mit meinen Eltern. Sie verboten mir immer mehr und ich verschloss mich immer mehr vor ihnen, denn anscheinend wollen sie mich ja nicht verstehen. Letztens haben meine Eltern dann herausgefunden, dass ich mich heimlich mit Ace treffe. Da war zu Hause was los, ihr glaubt es nicht. Sie waren so wütend, dass sie mir einfach direkt Hausarrest erteilt haben. Und das war der Moment, in dem ich mich zu 100% dazu entschieden habe, das Angebot von Ace anzunehmen und mit ihm von zu Hause abzuhauen und bei seinen Freunden zu wohnen, die schon vor langer Zeit von zu Hause weggelaufen sind und jetzt in einer alten Lagerhalle leben. Nun ja, jetzt kennt ihr meine Geschichte. Doch heute Abend wird ein neues Kapitel in meinem Leben aufgeschlagen und ein altes beendet. Wollt ihr mich auf meiner Reise begleiten und mit mir gemeinsam meine ganz eigene Geschichte schreiben? Dann kommt mit!